Hallo und herzlich willkommen auf Jurella.de. Wir schauen uns nun Aufgaben an, die zum Aufgabentyp 2 im baden-württembergischen Abitur gehören, nämlich dass man eine Funktion hat und eine Stammfunktion braucht oder ein Integral ausrechnet. Das heißt, wir haben irgendeine Funktion gegeben, wie zum Beispiel 1 durch x² plus sinus 2x, und ich bin jetzt davon die Stammfunktion. Also muss ich die Funktion aufleiten, das heißt, ich schreibe erstmal die Funktion um, weil 1 durch x² ist nicht so schön, mach mal x auf minus 2 raus, plus sinus von 2x. Und jetzt kann ich dann anfangen. Groß f von x, die Stammfunktion, entspricht dann x hoch minus 2 aufgeleitet. Das ist ja immer oben 1 erhöht. Das heißt, von minus 2 1 erhöht wäre minus 1. Und dann muss ich auf der anderen Seite hier 1 geteilt durch die neue Zahl, also 1 geteilt durch minus 1. Plus sinus 2x. Was muss man noch machen, wenn man sinus 2x aufleiten möchte? Nun, minus Cosinus aufgeleitet mit Sinus, weil der Sinus abgeleitet ist. Cosinus, minus Cosinus und so weiter. Das heißt, wir haben hier minus Cosinus von 2x. Jetzt muss man aber überlegen, weil beim Ableiten, das heißt, diese Funktion abgeleitet muss ja diese Funktion ergeben, würde hier noch die innere Ableitung von 2 nach vorne kommen. Das heißt, die müssen wir neutralisieren, weil hier steht ja keine 2. Das heißt, wir müssen hier minus 1/2 schreiben. Generell kann man sagen, wenn man hier die 2 drin hat, beim Ableiten hätten wir die innere Ableitung 2, müssen wir einfach 1 geteilt durch die innere Ableitung davor schreiben, dass es sich neutralisiert. Das heißt, die Stammfunktion wäre dann 1 durch minus 1 wäre minus 1, minus x hoch minus 1, minus 1/2 Cosinus von 2x. Könnte ich jetzt auch noch umschreiben, minus x hoch minus 1 ist minus 1 durch x, minus 1/2 Cosinus 2x. Okay, soweit so gut. Schauen wir uns die nächste Funktion an. Die wäre 4 Cosinus 1/2x minus 1/4 x hoch 4. Davon die Stammfunktion groß f von x. Also noch erwähnen könnte natürlich, bei der Stammfunktion kann hier immer noch eine Konstante c dazu kommen. Je nach Bedarf, hier brauchen wir sie nicht, das heißt, wir können sie weglassen. Allerdings könnte es sein, dass die Aufgabe so verlangt ist, dass man hier eine Konstante dazu machen kann. Weil bei der Stammfunktion abgeleitet würde die Konstante ja wegfallen, das heißt, dass hier kann man eine beliebige Zahl noch dazu machen. Okay, schauen wir uns die nächste Funktion an. Die 4 bleibt stehen. Nun, was ergibt abgeleitet Cosinus? Ja, Sinus, das heißt, dann schreibe ich Sinus 1/2x. In der Klammer bleibt immer das gleiche stehen. Nun muss ich überlegen, was ist hier die innere Ableitung? Ist 1/2. Und wir haben gerade gesagt, ich mache 1 durch die innere Ableitung, damit es sich neutralisiert. Also 1 durch 1/2. Dann hier minus 1/4 x hoch 4, die 1/4 bleibt stehen. Und x hoch 4 aufgeleitet ist 1/5 x hoch 5, also mal 1/5 x hoch 5. Und jetzt können wir weiter hier ausrechnen, 4 geteilt durch 1/2 ist 8, also steht hier 8, sinus 1/2 x. Und hier minus 1/4 mal 1/5, das ist minus 1/20 x hoch 5. Das wäre die Stammfunktion. Kann man natürlich wieder plus c, also plus 1, plus 2 und so weiter, könnte man hinzufügen. Brauchen wir allerdings nicht, weil es meistens nach einer beliebigen Stammfunktion gefragt ist. Okay, wie geht es hier weiter? Die dritte Funktion, 4 durch Wurzel x plus 1/2 x hoch 3. Nun, 4 durch Wurzel x kann ich umschreiben. Das ist 4x hoch minus 1/2. Ich schreibe es mal als Dezimalzahl, minus 0,5 plus 1/2 x hoch 3. So kann ich dann einfacher die Regel verwenden. Ich muss hier oben 1 erhöhen, das heißt aus x hoch minus 0,5, 1 höher ist plus 0,5, hier steht 4, x hoch 0,5 und dann immer 1 geteilt durch den neuen Exponenten, also 1 geteilt durch 0,5 und dann hier 1/2 x hoch 3, die 1/2 bleibt stehen und x hoch 3 aufgeleitet ist 1/4 x hoch 4, das heißt hier 4 geteilt durch 0,5 ist 8. 8x hoch 0,5 plus 1/4 mal 1/2 ist 1/8 x hoch 4. Jetzt wenn man das umschreiben könnte hier, x hoch 0,5 wäre Wurzel x, dann könnte man schreiben 8 Wurzel x plus 1/8 x hoch 4. Das wäre eine Stammfunktion dieser oberen Funktion. Dankeschön.